sag wie es ist, an manchen Tagen gehe ich ins Gym und sehe aus wie Hagrid. Und an manchen Tagen habe ich einfach Bock, mich auch mal richtig wie eine Bad Bitch zu fühlen. Deswegen mache ich mich aber jetzt heute ein bisschen fertig. Ich verstehe auch gar nicht die Leute, die sich immer darüber aufregen, wenn sich irgendjemand schminkt fürs Gym. Tobi hat mich ja verlassen. Also der ist ja bei seiner Familie in Deutschland gerade. Und ich mache gar nichts anderes am Tag. Also wenn ich mich nicht fürs Gym fertig mache, wofür soll ich mich denn sonst fertig machen? Um mit Thanos Gassi zu gehen oder vor dem PC zu sitzen? I doubt it. Ich benutze hier die Sky High. Die habe ich jetzt auch erst vor kurzem tatsächlich entdeckt. Die war ja richtig im Hype, aber da wollte ich die mal kaufen. Dann war die immer ausverkauft. Ich finde die richtig gut. Die werde ich mir jetzt immer holen. Ja, auf jeden Fall bin ich heute das erste Mal ohne Tobi in dem Gym, wo wir jetzt aktuell trainieren. Und ich bin ein bisschen aufgeregt. Nein, vor allem bin ich aufgeregt, weil ich ja mitfilmen will, aber so in so eine fette Kamera reden ist eh schon immer so. Also selbst wenn Tobi dabei ist, da kickt manchmal die Social Anxiety, die sowieso schon kickt. Ich bin extra früh aufgestanden, damit das Gym hoffentlich nicht so voll ist. Ich werde das schon meistern. Jetzt mache ich mir noch meine Haare ein bisschen und dann ziehe ich mir ein sweetes Outfit an. Also ich muss echt sagen, Leute, wenn ihr euch nicht wohl im Gym fühlt, dann ist das Training auch nicht so gut, ja. Also, wie gesagt, manchmal ziehe ich mir auch einfach nur, keine Ahnung, irgendwas an und gehe einfach los ins Training so und habe auch so eine gute Einheit. Aber wenn ich mich unwohl fühle, Leute, dann ist das Training halt auch echt nicht so gut. Dann lieber ein bisschen Zeit ins Outfit investieren und sich wirklich wohlfühlen, weil wenn ich mich wohlfühle im Gym, dann ist das Training es ist auch richtig, richtig gut. Also es ist selten, dass ich mich so an einem Tag richtig wohlfühle und ich dann eine schlechte Einheit habe. Und wenn ich dann eine schlechte Einheit habe, dann kann mir das immerhin nicht so schnell die Laune versauen. Wenn ich mich unwohl fühle und dann noch eine schlechte Einheit habe, Halleluja, dann wollt ihr mich an dem Tag aber nicht mehr leben, du. Zweites Haargummi. Und dann sind wir schon ein bisschen cuter, ne? Jetzt ziehe ich mir noch was an. Es ist saukalt draußen, deswegen muss die Joggerhose dran glauben, glaube ich. Auf jeden Fall drin. Kann man das Step-Up nennen? Das ist jetzt nicht so ein großer Step. Front Elevated. Nee. Front Foot Elevated Lunges.
Ja, Leute, unter normalen Umständen hätte ich jetzt noch ein paar Sätze Seitheben gemacht, aber meine Social Battery ist, nachdem ich jetzt ganz alleine filmen musste mit so einem Fan-Stativ, echt am Ende. Training war aber echt ganz gut, muss ich sagen. Ich dachte am Ende so, jawohl, gleich Hyper-Extensions gehe ich ja hoch, da ist nie jemand. Auf einmal kommt so 10 Sekunden nach mir kommt so ein Typ hoch, so ein richtiger Mann, Alter. Setzt sich hin und ich so, oh mein Gott, hoffentlich geht der gleich wieder. Auf einmal holt er seine Butterbrotdose raus und fängt an zu frühstücken. Dann habe ich mich nicht mehr getraut, in die Kamera zu reden. Aber naja, Training war auf jeden Fall, wie gesagt, gut. Ihr habt ja trotzdem ein paar Einblicke bekommen. Jetzt fahre ich erstmal nach Hause zu Tansi. Und ja, bin trotzdem ein bisschen stolz auf mich, dass ich so mitgefilmt habe und so, ne? War schon eine kleine Überwindung, war eine große Überwindung. Ich habe heute Morgen wirklich kurz drüber nachgedacht, mein Training zu skippen. Und ich habe in meinem Kopf wirklich nach Ausreden gesucht, warum ich nicht gehen muss. Also ja, mach's vielleicht morgen oder so. Weil das Ding ist, ich war in dem Gym noch nie ohne Tobi. Und ich fühle mich in so neuen Gyms, das Gym ist jetzt zwar nicht neu für mich, aber ich war halt sonst immer mit Tobi da, fühle ich mich auch immer unwohl. Deswegen kann ich das voll relaten, wenn Leute sagen, ja, ich würde gerne ins Gym gehen, aber ich fühle mich unwohl. Aber ich sage euch wirklich, macht es einfach, weil jetzt fühle ich mich gut. Und ich habe ja sogar mitgefilmt, habe mich da auch noch überwunden mit so einer fetten Kamera. Oh, Katzi. Und ich fühle mich jetzt einfach nur gut und bin stolz auf mich, dass ich es gemacht habe. Deswegen, falls du gerade jemand bist, der Angst hat, ins Gym zu gehen, ne, vor Blicken oder sonst was so, Kopfhörer auf, einfach machen und danach stolz auf dich sein. Hansi Bärschi, hast du aufgepasst? Oh, mein Schatzi. Ui. Der Papi ist immer noch nicht zu Hause, ne? Sollen wir gleich eine große Runde Gassi gehen? Eine große Runde Gassi? Wo wir gestern waren? So, bevor ich jetzt aber mit Tansi gehe, mache ich mir erstmal noch ein ISO-Clear. Ich habe nämlich wieder neu das Mango-Orange da. Das ist ohne Witz momentan einfach meine Lieblingssorte. Aber ich hatte jetzt ein paar Wochen nicht, weil es leer gegangen ist. Ich die Dose sowas von vernichtet habe. Und ich hatte lange keine neue Lieblingssorte mehr bei Isoclear, also das heißt schon echt was. Oh, es ist einfach ohne Spaß, es riecht einfach wie ein Multivitaminsaft. Also es ist halt Mango-Orange, ich mag keine Mango, aber es schmeckt halt auch nicht nach Mango, es schmeckt halt wie ein Multivitaminsaft. Wir haben sogar schon mal über eine Namensänderung geredet, weil es halt wirklich meiner Meinung nach wie so ein Multivitaminsaft schmeckt. Schmeckt. Shaker. Bisschen mehr noch. Ich habe das Isoclear gerade direkt vernichtet, ohne Spaß. Also wenn ihr eine Empfehlung für einen Isoclear-Geschmack wollt, dann Mango-Orange. Für mich echt, also wenn du Multivitaminsaft magst, dann wer mag keinen Multivitaminsaft? Mag man doch eigentlich immer, oder? Das ist ein Standardsaft, oder? Naja, holt euch den, ist richtig geil, Code Svenja. Oder Code Tobi, auch wenn er nicht da ist und mich verlassen hat, ja. Ist nicht schlimm, Tobi. Jetzt mit Thanos raus. Es ist ja auch mal wieder an der Zeit für ein kleines Diät-Update. Wir sind ja jetzt bei Tag 18. Die letzten 5 Tage, glaube ich, hat das Gewicht echt geschwankt, beziehungsweise ist teilweise sogar nach oben gegangen. Ich habe nämlich gestern meine Tage bekommen, deswegen Leute, falls ihr auch irgendwie Gewichtsschwankungen habt oder sowas, macht euch gar keine Gedanken darum, das ist ganz normal. Gerade als Frau ist es halt einfach so, dass man nicht sonderlich viel auf die Waage geben kann. Einfach, ne, durch hormonelle Schwankungen können Wassereinlagerungen einfach easy mal passieren und das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich habe mich trotzdem jeden Morgen gewogen, habe das einfach ganz nüchtern runtergeschrieben und rechne dann einfach mit dem Wochendurchschnittsgewicht weiter, ne? Deswegen lasst euch davon echt nicht unterkriegen, wenn ihr da irgendwie ein bisschen am Stagnieren seid oder dass es auch mal einen Tag hochgeht, 1-2 Kilo oder so, das ist ganz normal und Spaß. Macht euch da wirklich keinen Kopf, das ist bei mir auch so der Fall. Gestern hatte ich den ganzen Tag einen geisteskranken Blähbauch, heute geht es zum Glück wieder. Aber ja, ansonsten läuft die Diät bei mir, muss ich sagen, echt gut. Ich habe gar keine Probleme damit. Also zwischendurch denke ich so, boah, jetzt einfach mal so kopflos
Süßigkeiten essen, aber das mache ich momentan nicht, sondern ich plane mir das dann halt ein. Ne? Momentan esse ich richtig gerne Marzipan noch. Das hatte ich die Weihnachtszeit über irgendwie gar nicht und danach haben wir im Angebot, weil die ganzen Weihnachtssüßigkeiten dann in den Ausverkauf ja gehen, habe ich mir 2 Packungen Marzipan mitgenommen. Das ist so lecker, aber da plane ich mir immer so 1-2 Stücke am Tag ein und das passt dann auch, damit komme ich ganz gut klar und ja. Aber was mir noch wichtiger ist, als dass das Ganze bei mir läuft, ist eigentlich, dass es bei euch läuft, weil ich habe die Challenge ja nur gestartet, um das Ganze mit euch zusammen durchzuziehen. Deswegen freut es mich auch umso mehr, immer in den Kommentaren zu sehen, wie viele von euch mit durchziehen, wie viele am Start sind, wie viele immer noch Gas geben und vor allem, wie viele Step by Step ihre neuen Routinen entwickeln und ja, einfach ihrem Ziel immer ein bisschen näher kommen. Das freut mich wirklich richtig, richtig krass. Schreibt gerne mal in die Kommentare, falls ihr noch irgendetwas Besonderes sehen wollt. Schreibt natürlich auch gerne eure Erfolge in die Kommentare. Das motiviert mich immer extrem krass und ich wette auch viele andere. Also weiter Gas geben, weiter am Ball bleiben, weiter euren Zielen näher kommen und 2023 einfach zu unserem Jahr machen. Wir machen das, Leute. Und an dieser Stelle beende ich jetzt auch langsam mal das Video und lasse euch euren Tag weiterleben. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Lasst einen Kuss da. Ich küsse euch auch zurück und macht's gut. Machtet gut, schwingt den Hut.